Herzlich willkommen, hier ist eure Jeanette. Die Frage des Tages heute lautet: Was machst du, wenn du merkst, dass du dich verbiegst? Im Bereich Metall bedeutet Stress, dass wenn das Metall so weit gebogen wird, dass es sich verbiegt, dann ändert sich innen im Metall die Struktur. Dort kommt das Wort Stress her. Und wenn sich die Struktur in euch drin ändert, dann merkt ihr das an Kopfschmerzen, an Rückenschmerzen, an allen möglichen Schmerzen und seelischen Schmerzen. Also wie bekommen wir dieses Verbiegen wieder hin, sodass sich weder unser Geist noch unser Körper gestresst fühlt? Das erfahrt ihr im heutigen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis später, eure Jeanette. Herzlich willkommen zum Herzerwärmer Podcast, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Jeanettes Ziel als Deutschlands erste Herzwärmerin ist, dass du dich nach dem Hören ihres Podcasts augenblicklich lebensfroher, motivierter und einfach herzerwärmt fühlst. Du bist genau richtig, wie du bist. Es geht los! Herzlich willkommen zu einem neuen Herzerwärmer-Interview. Diesmal habe ich auch eine schöne blonde Frau bei mir, auf die ich mich ganz besonders freue, die nämlich direkt vom Sport kommt, was ich immer liebe, wenn das jemand macht. Hallo Livia! Grüß dich, guten Morgen Jeanette, vielen Dank für die Einladung, heute einen Podcast mit dir zu machen. Total cool! Ja, schauen wir mal, was uns erwartet, ne? Livia, ich habe dich kennengelernt an sich über eine Empfehlung. Da hat mir jemand gesagt, die ist toll, die solltest du unbedingt kennenlernen. Richtig, so ging es mir auch. Mir hat auch jemand gesagt, die Jeanette sollst du mit kennenlernen. Wir haben uns verknüpft über Facebook oder wir haben irgendwie E-Mail-Adresse oder irgendwas habe ich bekommen. Ja. Ja, und dann haben wir schon direkt diesen Termin verabredet. So schnell geht das. Deswegen erzähl mal bitte, was du machst. Erzähl mal drei Sätze zu dir, was du machst. Ganz wichtig. Ja, also mein Name ist Livia von Ascheraden. Ich lebe mit meinen drei Kindern und meinem Mann in einem wunderschönen Pfarrhaus in Naumburg. Gebürtig bin ich aus Berlin und habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Schneiderlehre gemacht und bin eigentlich Damenmaßschneiderin. Und das hat mich aber hier in den schönen Osten verschlagen, weil mein Mann von hier ist. Und der ist Hausarzt und hat mich sozusagen in seine Heimat verschleppt. Jetzt sind wir schon lange hier. Ich fühle mich hier super wohl. Es ist eine schöne Kleinstadt. Manchmal kriege ich einen Kleinstadtkoller und deshalb habe ich meine berufliche Ausrichtung mit der Schneiderei leider nicht weiter ausgebaut. Mit den Kindern war das nicht möglich und auch hier im Osten nicht. Also ich habe so ganz, sagen wir mal so Gilles Sander-mäßig, so ganz feine Mode. Das ist hier im Osten also kohletechnisch nicht möglich für die Leute. Und ich bin auch ein Gartentyp. Ich habe hier einen riesen Garten. Ich sitze gerade auch im Garten und habe auch den Anspruch, natürlich aus dem Garten Gemüse zu ziehen. Also ein meiner Slogan ist vom Beet in den Topf, ne? Also vom Garten direkt in den Kochtopf. Mhm. Und meine große Leidenschaft ist gesundes Leben. Also meine Ausrichtung ist Prävention mit Spaß. Mhm. Meine Firma heißt Eat and Power. Es geht also immer um Bewegung und Ernährung. Ich habe eine Pilates-Ausbildung gemacht dann nach den Kindern. Habe einen Ernährungscoach gemacht, ganz spannend auf der Akademie Gesundes Leben. Und habe damit mir ein super tolles Standbein aufgebaut. Ja, ich sage immer mal, die Schlauen kommen zu mir, die nicht so Schlauen gehen zu meinem Mann. Um das mal ein bisschen sarkastisch aufzuziehen. Das ist tatsächlich so. Meine Aufgabe ist, Menschen zu begeistern, für einen gesunden Lebensstil im Alltag die Dinge zu tun, die auf der Bewegungsebene und auch auf der Ernährungsebene sozusagen Gesundheit fördern. Mit Spaß, mit Liebe, mit Hingabe, mit Herz. Mhm. Und mit ganz viel Leidenschaft. Und da habe ich etwas gefunden, was mir vor ein paar Jahren vorgestellt wurde. Eine Firma, eine Network-Firma. Also ich bin begeisterte Networkerin, schon seit 5 Jahren ganz gesettelt in einem Business, bei dem es auch um Präventionsprodukte geht. Also um Produkte, die das Leben verschönern, verbessern und uns langfristig sozusagen gesund erhalten. Denn mein Motto ist fit in die Kiste. Solltest du wissen. Ja, fit in die Kiste, also gesund alt werden, also die längere Zeit des Lebens
sind viele Menschen auch in meinem Alter, also ich bin jetzt schon 42, glaube ich, viele Menschen sind schon jetzt in dem Alter, in dem ich bin, oder dann auch so mit 50, 60 krank und dann ganz lange krank. Und das gilt es an jungen Jahren sozusagen präventiv zu verhindern, indem man schon da auch nicht nur Bewegung und Ernährung, sondern auch Entspannung und sein Mindset schult. Und da bin ich dran an den Themen. Und das mache ich mit meiner Firma, mit der Juice Plus Company. Da habe ich Produkte, die ich vermarkte. Menschen fangen immer gerne mit gesunder Ernährung und mit Bewegung an und hören dann aber auch genauso schnell wieder auf, weil es anstrengend ist. Und wenn man sich aber Hilfe holt durch eine Nährstoffzufuhr und auch einen guten Essensrhythmus, begleite ich einfach Menschen auf ihrem Weg, sie da sozusagen zu briefen, was für sie passt, also individuell zu gucken. Also ich bin jetzt kein Low-Carb-Typ oder High-Fat oder weiß ich was. Also es gibt so verschiedene Ernährungsformen. Sondern ich gucke, was passt zu den Menschen. Fädel natürlich die Produkte von Juice Plus mit ein. Und die können bei mir zu Hause hier in Naumburg auch mit turnen und so weiter. Also ich mache auch viel im Wald. Ich bin Pilates-Trainerin im Studio für 2 Stunden in der Woche. Und die restlichen Kurse mache ich outdoor, weil die frische Luft natürlich auch ein wichtiges Thema ist zum Abatmen von Giften. Ja, und so robbe ich mich durch den Alltag mit meinen 3 Kindern und die Garten hier und habe eigentlich immer viel zu tun und freue mich vor allen Dingen durch diese Arbeit viele tolle Menschen zu coachen, denen zu begegnen, so wie du jetzt auch. Bin ganz aktiv auch mit BNI, baue hier gerade ein Chapter auf, das war auch unsere Schnittstelle. Ich war bei einem BNI-Treffen, wo es ja um warme Empfehlungen geht, Menschen zu empfehlen, die eine tolle Sache machen, sich miteinander zu verknüpfen. Also ich bin vom Herzen her eine totale Networkerin, weil ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die echt was wollen im Leben, die auch was reißen wollen, die wirklich das Leben anpacken wollen. Und das ist meine Thematik. Und das mache ich hier und dann mache ich Veranstaltungen. Und gestern hatten wir ein Sektfrühstück und da unterhalten wir uns über das Business oder eben auch über unsere Produkte und unseren Lifestyle, was man eben so verändern kann im Leben, um eben gesund alt zu werden. Genau. Gefällt mir. Noch eine Frau in meinem Alter mit 3 Kindern, mit derselben Ausbildung wie ich. Ich komme aus der Modebranche übrigens, also Schneider ich vielleicht, aber es geht wirklich gar nicht. Ich hätte mal fast eine Nähmaschine aus dem Fenster geworfen vor Wut. Aber ich habe ganz lange Kollektionen erstellt als Designer und seit meinem Studium Kursleiter unter anderem für Pilates, für Yoga. Das ist echt cool. Ja, Yoga macht natürlich Kinder. Auch viel. Ja, du hast auch 3 Kinder? Ja, ja. Ach, lustig, genau. Also meine sind 3 Jungs, Emil, August, Otto. Und so wie sie heißen, sind sie auch ganz schnell hintereinander gekommen. Die sind jetzt 14, 12 und 10. Meine sind jetzt 14 und 2 mal 11, 3 Mädchen. Ach was, da können wir uns ja verkuppeln. Super, sehr gut, schön. Ja, toll, das sind ja wirklich viele Schnittstellen. Ja, genau, und du unterrichtest auch Yoga, jetzt mal ganz kurz für mich nur, dass ich das mal geschnitten kriege. Im Moment weniger, bis gar nicht. Also es gibt immer kleine Wasserkocherübungen in unserer Facebook-Community, die man macht, während der Wasserkocher kocht, weißt du, für Menschen, die im Unternehmen oder zeitlich manchmal das nicht auf die Reihe bekommen. Aber ansonsten. Ach, während der Wasserkocher kocht, cool. Ja, ach, das ist ja eine witzige Idee. Ja, das ist ja aber eine kurze Sequenz dann. Aber immerhin, besser das als gar nichts. Die kleinen Dinge bewirken ja das Große, ne? Achso, ja, ich werde 107 laut irgendeinem Test, den ich mal gemacht habe, 107. Auch das ist eine gute Marschrichtung, sehr gut, ja. Ja, ja, da mache ich mit. Ja, cool. Also mein absolutes Lebensziel schon immer, seit ich klein war, war immer, ich möchte mit einem Strahlen in den Augen älter werden. Ja, mit langen Haaren und wilden Gedanken und ja, das ist unbedingt wichtig, die Lebendigkeit auch wach zu halten. Und das ist halt, ich habe festgestellt, das ist also, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum ich mich entschieden habe. Weil es gibt ja immer Sachen, für die man brennt oder die man toll findet. Und dann gibt es aber einen Wendepunkt im Leben, immer wenn man eine Entscheidung getroffen hat für oder gegen etwas. Und oder möglicherweise für etwas, für die eigenen Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen oder auch einfach eine Konsequenz an den Tag zu legen und so weiter. Und ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen getroffen, der eine einzige große Entscheidung vorausging, dass ich gesagt habe, also ich lasse mich nicht versklaven, ich lasse mich nicht in irgendeiner Werkstatt irgendwie gängeln für 3,850 im Handwerk. Ich möchte eine sinnvolle Tätigkeit machen,
Mein Traum war natürlich irgendwann mal einen Laden mit Angestellten oder weiß ich was. Ja, also hatte ich alle möglichen Vorstellungen. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass ich so ein Teamleiter bin, weil ich würde gerne dann, oder ich wollte das gerne dann als Gesellin, Werkstattleitung machen und so weiter. Und ja, und das ist halt eine interessante Sache, dass wenn die Entscheidung gefallen ist, etwas Sinnvolles zu tun, an einem Strang zu ziehen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Bock haben, was in ihrem Leben zu bewirken oder in ihrem Umfeld was zu bewirken, dann kommen diese Leute auch auf einen zu und dann verändert sich das Umfeld. Aus dieser Sache heraus habe ich dann noch ganz, ganz, ganz viele Sachen gemacht, mich mega engagiert für gesundes Frühstück in der Schule, für Vorträge aller Art zum gesunden Ernähren in Firmen und so weiter, Firmencoaching und Einzelcoaching und so weiter. Und ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass mich das ganz schön zerreißt, dass ich eben gerne auch im Garten sein will und Zeit haben will. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache als Selbstständige weg vom Sklaventum wirklich tatsächlich nur noch Network Marketing und habe da wirklich Gas gegeben die letzten Jahre und habe jetzt sozusagen ein passives Einkommen und will das auch noch vergrößern, weil ich habe noch große Pläne. Meine große Vision ist es, Schulgärten hier im Osten wieder auch, da gibt es ja eigentlich immer noch welche, die da zu beleben, gesunde Ernährung und gesunden Lifestyle in der Schule den Kindern beizubringen, damit die gut aufgestellt sind. Dazu muss man wissen, ich bin selber Waldorfschülerin, ich bin in West-Berlin groß geworden und habe dann in Lübeck Fachabi gemacht für Kunst. War 8 Jahre in Norddeutschland und mich hat die Anthroposophie immer begleitet als Halterung im Leben und war dann sehr erstaunt, als ich dann in die Welt rausgegangen bin, nach diesen vielen Jahren anthroposophischer Dunstglocke, sage ich mal, dass die Welt ein bisschen anders aussieht und dass Menschen überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man irgendwie saisonal und regional sich ernährt. Und dazu bin ich dann eigentlich gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass das mal meine berufliche Ausrichtung wird, aber das war auch eine Hilflosigkeit, weil ich einfach gemerkt habe, die Menschen brauchen das und ich mache das und ich sage denen das, was ich mache und bin sozusagen automatisch in der Beratungstätigkeit gekommen. Und aus der Beratungstätigkeit bin ich dann aber in einen Coach bzw. in eine Begleitung für Menschen gekommen, die mit Network zu tun hat. Und ich bin so happy über diese Entscheidung. Also ich kann jetzt rückblickend sagen, das waren echt gute Entschlüsse. War nicht immer einfach. Also es war auch viel Abschiedsschmerz dabei. Also ich bin da ganz ehrlich. Das war nicht immer einfach, aber ich habe das so entschieden und ich bin sehr glücklich, weil jetzt habe ich ein freies Leben und das ist gigantisch. Das kann ich nur jedem empfehlen. Auch wenn es erstmal sehr auf glatteisig anfühlt. Aber das ist eine gute Sache und deswegen liebe ich alles, was mit Verknüpfungen und mit dem gesunden und schönen Leben zu tun hat. Also das ist voll meine Sache. Na, da bin ich gespannt, welche Frage du jetzt ziehst, was sich uns da erschließt. Es gibt immer eine Frage, also es gibt insgesamt 101 Fragen. Du hast die Auswahl zwischen der, ich beginne hinten, 24, 22, 23, 17 und 15. 24 hätte ich gerne. Ich kann dir jetzt schon sagen, die passt besser als alle anderen Fragen. Naja, wäre jetzt auch komisch, wenn ich sehe ja leider nichts, weil ich hier so in der Sonne sitze. Warte, ich halte die nur ran für die, die es vielleicht lesen wollen und lese sie dir vor. Ja, was ich sehe sie leider nicht, genau. Livia, was machst du, wenn du merkst, dass du dich verbiegst? Also dann fange ich erstmal an, richtig zu atmen. Ja. Wie atmest du richtig? Was heißt richtig? Es gibt ja kein richtig und falsch. Also Atemtechniken durch Yoga oder Pilates oder was auch immer sind mir bekannt. Aber ich glaube, was das Augenmerk ist, mich zu beobachten. Weil wenn ich mich verbiege, also zum Beispiel zu viele Sachen auf einmal angehe oder merke, ich will da was gerecht werden, was vielleicht nicht so zu mir gehört oder ich mache das, weil das jetzt so sein muss oder sowas, das ist ja eine schwierige Sache, weil einerseits will ich das nicht, will mich nicht verbiegen, andererseits gibt es Dinge, da will ich ans große Ganze ran und dazu brauche ich manchmal Dinge, die dann vielleicht nicht ganz so zu dem Tag passen oder zu meiner jetzigen Stimmung. Das heißt, entweder verbinde ich mich durchs Wahrnehmen im Jetzt, durchs Atmen, also durchs Wahrnehmen meines Atems, meiner Atem oder meiner Körperbeschaffenheit, wie fühle ich mich? Das habe ich durchs Yoga gelernt, natürlich, diese Technik.
Das praktiziere ich einmal in der Woche, mache ich so ein ganz ruhiges Yoga, was eher auf Aufmerksamkeitstraining ausgelegt ist, auf Wahrnehmen. Und ja, und dann rede ich darüber. Das ist der zweite Punkt. Also entweder gehe ich zu meinem Mann und sage, du, pass auf, Schatz, wieso geht das hier nicht? Das ist mir zu viel. Oder ich möchte das gerne machen, auch wenn das jetzt vielleicht zu viel ist. Aber mir ist es trotzdem wichtig, auch wenn das jetzt einfach gerade eigentlich nicht passt oder so. Und dann versuche ich, das verbal hinzukriegen. Oder ich hole mir Hilfe. Ich hole mir auch Hilfe bei Menschen, wo ich mich mal ausheulen kann. Ja. Oder wo ich die Spannungen, die durchs Verbiegen entstehen, auch Raum geben kann. Ja, es ist jetzt scheiße. Also das Annehmen, dass es so ist. Und ich glaube, da fängt es mit dem Atem an. Und dann die Kommunikation, ganz wichtig, ist der zweite Punkt, den ich immer wähle. Ich bin so eine Schnattertante, merkst du ja schon. Also ich rede viel und gerne. Weil ich, glaube ich, auch was zu sagen habe. Also es sind auch viele Nebengedanken, die so rausflutschen aus meinem Mund. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Art des sozusagen des Weiterkommens, des Reflektierens. Und dazu brauchst du auch manchmal eben so ein bisschen die sprachlichen Umwege. Und auch hole ich mir auch Hilfe. Systemische Aufstellung mache ich. Ich liebe Co-Counseling. Das ist auch eine Zweiergeschichte, ein Zwiegespräch. Ich habe tolle Kollegen hier in meinem Team, meinem Just Plus Team, mit denen ich sehr gut arbeiten kann. Und was ich auch immer einschließen lasse, ist, ich mache eine Morgenroutine jeden Tag. Also das geht auch manchmal nicht. Also es ist auch manchmal, dass ich es nicht mache. Also ich will jetzt nicht unehrlich sein. Es gibt Tage, da mache ich es nicht. Zum Beispiel sonntags mache ich es nicht. Und es gibt auch Tage unter der Woche, wo ich sage, jetzt will ich ausschlafen. Aber ich stehe seit Oktober letztem Jahr konsequent unter der Woche um 4:50 oder um 5 auf. Manchmal mache ich einen Sonnengruß oder irgendeine Bewegung, aber auch nicht immer. Weil ich mache dann später am Vormittag meistens noch Sport. Deshalb ist es nicht so wichtig für mich, dass ich morgens gleich mit Bewegung starte, weil da kommt dann noch genug. Aber was ich mache, ist, ich mache mir einen Grüntee mit Zitrone und Honig für die Leber, dass ich entgiften kann. Ich mache mein Ritual mit dem Mundziehöl, dass ich nach Ayurveda so Mundziehöl mache, während der Wasserkocher kocht. Der Grüntee auf 70 Grad mit Honig und Zitrone für die Leber. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und habe insgesamt 3 Hauptbücher, mit denen ich dann arbeite, aber ich habe insgesamt 7 Bücher, mit denen ich arbeite, in die ich schreibe. Also jetzt nicht Bücher, die ich lese, sondern die ich schreibe. Also das wichtigste Buch, was ich als allererstes zur Hand nehme, ist mein Zielebuch. Ja. Das ist ein kleines Buch und da gibt es Ziele für den Tag, Ziele für die Woche, Ziele für den Monat, für das Jahr, Ziele fürs Leben, die ich mir manchmal so 3-mal hintereinander aufschreibe. Ich will eine bestimmte Position erreichen oder ich will mir nächstes Jahr im Garten den Schwimmteich oder die Orangerie bauen oder irgendwie so Sachen. Manchmal auch Geld technischer Art oder auch einen Konflikt zu klären oder so. Also so ganz konkrete Ziele. Ich nenne die beim Namen und schreibe die auch nicht ausgeschmückt, sondern ganz kurzer Satz, aber wiederhole die 3-mal. Okay. Genau, dann nehme ich das Dankbarkeitsbuch zur Hand und schreibe auf, für was ich dankbar bin. Dass ich so ein tolles Leben habe, dass ich hier so schön wohnen darf. Ich habe hier so ein wunderschönes Haus, ich weiß nicht, ob man das sieht. Total also ich habe einen total schönen Rosen und das ist ein riesen Garten hinten dran und so, also das ist gigantisch. Und dafür bin ich einfach dankbar, für die Beziehungen, die ich habe, für das Materielle, aber auch für das Immaterielle. Für die Gespräche, die ich geführt habe oder für Begegnungen, für das tolle Essen, was ich habe. Also Dankbarkeit, das kann man echt nicht genug huldigen, einem selber und den Menschen und der Welt. Und also das ist ein wichtiges Thema, Dankbarkeit. Da kommen ganz viele verschiedene Sachen auch auf. Manchmal schreibe ich da mehr, manchmal weniger. Und dann schreibe ich mein Visionenbuch. Und ins Visionenbuch schreibe ich manchmal, wenn ich einen Flitz kriege, wenn ich irgendwie tagsüber irgendeine Idee hatte. Ja, ich habe viele Ideen. Dann schreibe ich mir die auf. Manche vergesse ich natürlich auch wieder. Die kommen dann vielleicht mal am anderen Tag wieder zum Vorschein. Und entweder schreibe ich sie mir kurz auf oder ich schmücke sie aus. Also Träume, die ich schon lange habe, so große Visionen. Wie sehen die Leute aus? Wie sieht der Ort aus? Wie riecht es da? Wie fühlt sich das an? Und so, ja. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber dieses Träume- und Visionsbuch, das liebe ich. Das finde ich total toll, diese Arbeit, weil da wird einem klar, was man eigentlich noch so, was so noch im Leben für einen vielleicht bereit gehalten wird, was man, was vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt gar nicht passt. Weil jetzt habe ich Kinder, Haus, Hof. Aber vielleicht bin ich irgendwann mal in der Welt ganz alleine in einer kleinen Hütte und bin ganz alleine für mich, weil das auch ein wichtiges Thema ist, diese Seite auch mal zu betonen. Und die stelle ich mir jetzt vor, aber die kann ich jetzt im Moment nicht umsetzen. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit Träumen zu verbinden, weil das muss nicht jetzt passieren.
Und das finde ich toll. Na, und dann habe ich noch so ein Eventbuch, wo ich meine Events und wen ich anrufen will. Dann habe ich ein Namensbuch, ein goldenes Namensbuch, wo ich Menschen einfach den Namen reinschreibe, die ich getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe, mit denen ich mich verknüpfen möchte. Wow. Na, dann habe ich noch ein To-Do-Buch oder ein Tada-Buch, wenn ich es erledigt habe. Dann kann ich sagen Tada, deswegen heißt es unter anderem Tada-Buch. Dann schreibe ich mir einfach auf, was ich zu tun habe am Tag, dass ich es nicht vergesse. Da sind ja viele Ebenen, Familie-Ebene, für die Kinder was zu organisieren, für meinen Job, Einkäufe, irgendwelche Reisen buchen oder irgendwas organisieren. Das muss ich mir aufschreiben, ich habe so viel, dass ich das sonst ehrlich gesagt vergesse. Ja, also das sind... sind so Sachen. Dann habe ich noch ein kleines Dankbarkeitsbuch, das liegt am Nachttisch, auch so ein Ritual. Das habe ich dann in letzter Zeit nicht so gut geführt, fällt mir gerade auf. Gut, dass wir drüber sprechen, da kann ich das gleich mal wieder disziplinieren. Abends einen Satz, was ist mir gut gelungen, in ein Buch zu schreiben. Also auch so eine Art Dankbarkeitsritual, aber was ist mir so heute so richtig gut gelungen? Weil ich stelle fest, also ich mache das deswegen alles, Jeanette, einfach von meiner Ausrichtung natürlich, gut aufgestellt zu sein. Aber ich treffe ja nun auch viele Leute, die nicht so gestrickt sind wie ich. Ja, ich habe in meinem Umfeld. Das kann ich mir vorstellen. Gut aufgestellt im Mindset, die arbeiten an sich, die machen Persönlichkeitsentwicklung, so wie ich, die widmen sich Themen, die auch manchmal schwer sind, die nicht nur einfach sind. Und stellen sich Herausforderungen, sage ich mal. Und dann gibt es aber auch viele Menschen, die machen gar nichts mit sich. Die denken nicht nach, die reflektieren nicht, die wollen eigentlich auch nichts verändern und die sind dann auch immer sehr negativ. Und die coache ich aber, die will ich ja zum Beispiel, manchmal haben die dann körperliche Probleme und die wollen abnehmen, ja. Da steckt aber ja viel mehr dahinter, nämlich da auch am Kopf zu arbeiten. Das ist nicht nur unser Körper. Und ja. Sich so lieb zu haben, wie man ist und so weiter. Und das kann ich, wenn ich das mache mit mir, weil dann kann ich Vorbild sein. Und das ist ein Grund, warum ich das angefangen habe, weil ich will mich an diese Seite andocken, damit das andere von mir sozusagen geschenkt bekommen können. Weil wenn ich das selber nicht pflege, dann kann ich das schlecht abgeben an andere. Ja. Und es schlaucht auch. Also nach so einer krassen Sitzung mit jemandem, ich mache so Zielearbeit und auch so Tanz auf dem Parkett vom gewaltfreien Kommunikationstool her. Also da habe ich so verschiedene Sachen in meinem Koffer sozusagen, den ich mit meinen Klienten und Kunden mache im Gespräch. Und das ist anstrengend, wenn Menschen so an so Sachen, an so Kleinigkeiten wahnsinnig viel Zeit brauchen. Und dann habe ich aber ganz viel Verständnis und ganz viel Liebe für diese Hürde und für diese wahnsinnige Entscheidungsfindung, die diese Menschen haben. Und danach bin ich aber platt. Und wenn ich diese Arbeit mit mir morgens oder zwischendurch nicht machen würde, dann würde ich ausbrennen. Und das ist ganz dolle wichtig, mich so positiv zu halten, wie ich von Natur aus in diese Welt gekommen bin. Und das will ich tatsächlich, bis ich 107 bin. Wie alt wollen wir werden? 107? Also meine Oma ist 107. Das will ich auch. Und die ist fit noch. Also die ist fit in der Birne. Und das ist ein Ziel für mich und das kann man, glaube ich, indem man diese Stärken in sich täglich stärkt und willkommen heißt. Dann da dürfen auch manchmal Sachen kommen, die dann schwierig sind. Die sind dann willkommen, weil die kann man dann mit solchen Techniken abfedern. Das ist, glaube ich, das allergrößte Tool, was ich habe in meinem Alltag, um Verbiegungen und Dingen, die von außen einen sozusagen einholen, umzugehen. Ich habe dir, während du gesprochen hast, übrigens ein Herzerwärmerchen gezeichnet. Ich weiß nicht, ob du das in der Sonne jetzt siehst. Ja, so ganz schemenhaft, weil ich sitze ja hier in der Sonne. Es ist auch ein freudiges Mädchen mit Haaren, genau, die so schwingen. Ja, und ein Herz aus der Brust. Das bist du. Und weiter oben noch eine kleine Livia, die bitte ganz, ganz häufig, und du hast es genau richtig erkannt, ganz häufig nach unten schaut auf die, die auf dieser Welt hier weilt und guckt, dass es dir gut geht und mit Liebe auf sie schaut. Ja, das ist ja total cool, dass du kannst das toll zeichnen, Mensch, Jeanette, super. Ja, genau, also das ist das kleine Kind am Leben zu erhalten und sich da auch nicht krumm zu machen, weil die Verbiegungen wollen einem ja was sagen. Absolut. Ach, das ist immer wieder das Gleiche, aber es ist eine schöne Arbeit, auch wenn es anstrengend ist. Ja. Nachher lacht man und weint und freut sich. Ja. Also das ist oft so. Ja, habe ich schon oft erfüllend, festgestellt. Ne? Das ist erfüllend und das ist auch sehr lebensbejahend. Und das lieben auch die Leute an mir. Oh, du bist immer so positiv. Ich sage, ich mache auch was dafür. Das ist wie mit der gesunden Ernährung, ja. Und dann kann man auch mal, ich glaube, das ist auch ein großes Geheimnis, Verbiegungen sind ja auch dann, wenn man sehr streng mit sich ist. Also wenn man viel in der Disziplin ist, was für mich eine große Aufgabe ist, diszipliniert zu sein, kommen auch Verbiegungen. Von außen und von innen kommen die. Stelle ich immer wieder fest. Aber interessant ist,
dass man die ja auch mal mit 5 gerade sein lassen kann, die Verbiegung. Und die auch, also nicht belächeln im Sinne von, dass man sich lustig macht. Das hilft auch manchmal, Humor und Sarkasmus hilft auch manchmal, aber ich meine jetzt eher so diese Richtung von, die Richtung von, ja, das geht übers Annehmen, ja, das ist so. Und dann auch sozusagen, ich mache mich jetzt da locker, ey, dann beiße ich jetzt halt mal die Zähne zusammen, ohne mich schlecht zu fühlen oder ich lasse es einfach ganz und gebe dieser Verbiegung gar keinen Raum und mache was ganz anderes. Und das ist eben auch diese Entscheidungskraft, wie gehe ich damit um? Da sind es natürlich kleine Entscheidungen, ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt auch manchmal wichtig, dass man sagt, okay, na, ich schenke diesem, was mich jetzt so ein bisschen rausbringt aus meinem Fluss oder aus meiner Mitte, schenke ich jetzt vielleicht einfach gar nicht so viel Beachtung, ohne das zu missachten. Ja? Und das ist so eine Grenz, also das ist eine Gratwanderung im Leben. Und da denke ich, ist die Aufmerksamkeit und das Atmen wirklich ein Geschenk, was wir durch Yoga und durch viele alte Weisheiten uns in dieser heutigen Zeit zunutze machen können. Und ich bin froh, dass es viele, viele Menschen vor uns gab in der gesamten Geschichte der ganzen Welt, die uns das vorgemacht haben, weil wir haben es absolut nötig in unserer heutigen Zeit, davon, also ja, dieses Erbe zu weiterzutragen, weil wir werden zurück mit diesen Medien und allem, wir brauchen das. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns da andocken und das einfach auch weiterentwickeln und übersetzen in unsere heutige Zeit. Ach, schön. Also du sprichst mit jedem Satz aus meiner Seele. Ah, ja. Wie soll es auch anders sein? Naja, du bist auch eine tolle Gesprächspartnerin. Du entlockst mir natürlich auch die richtigen Worte. Aber es stimmt, also ich bin da wirklich dran an den Themen. Das ist wirklich meine Ausrichtung. Ja. Ah, danke schön. Das nehme ich jetzt mal als ganz tolles Kompliment an. Danke dir. Würdest du für unsere Zuschauer und Zuhörer vielleicht noch mal einen konkreten Tipp geben zu diesem Thema, wenn sie sich verbiegen? Gibst du ihnen einen Tipp, was sie dann machen sollen, sobald sie es bemerkt haben? Man muss es ja erst mal bemerken, dass man sich verbiegt. Aber sobald sie es bemerken, was sollen sie dann machen? Sich hinstellen oder hinsetzen, da wo man ist. Manchmal ist man ja auch im Auto oder irgendwo da, wo du gerade bist. Spüre in dich hinein, wo ist der Knoten? Ist der im Hals? Ist der im Kopf? Ist der in der Hand? Bin ich verkrampft? Wo fühlt sich was an? Mhm. Und darüber kann man dann wirklich... Also das ist dieses Annehmen, der Prozess. Also man hat festgestellt, da ist irgendwas, was fremdbestimmt ist. Verbiegung ist ja vielleicht manchmal Fremdbestimmtheit, ja? Oder? Kann man zum Beispiel als Beispiel sagen. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich jetzt im Auto merke, der Termin, der ist schon überstrichen und die Kinder müssen hier hin und da noch hin, kennt jede Mutter dieses Phänomen, dass man dann auch so gerne auf den Autofahrer nebenan schimpft, so anstatt dann wahrzunehmen. Also wenn ich schimpfe auf jemanden, wenn mir das passiert, dann weiß ich, das ist ein Wecker. Und diesen Wecker zu nutzen, das wahrzunehmen, das ist der erste Schritt. Und wenn man es wahrgenommen hat, ist man ja schon auf der sicheren Seite, weil dann hat man die Spur gewechselt. Und kann dann wahrnehmen, wo es ist. Und wenn man sich dann den körperlichen Zuständen, wo sich das doof anfühlt und eben wo es eben zwickt, wenn man das sozusagen wahrnimmt, dann kann man das auch lösen. Und dann kann man auch zum Beispiel sagen, okay, ich rufe nachher meine Mutter an, mit der kann ich darüber quatschen. Oder meinen Kumpel oder meinen Ehemann oder meine beste Freundin oder meinen Sohn, mit dem ich diese Problematik gerade habe und kläre das ohne Wut, sondern sage, mein Bedürfnis ist hier nach Klarheit oder mein Bedürfnis ist, dass wir das besser absprechen, damit ich in Zeitnot nicht gerate, weil es ist nicht der einzige Termin am Tag, das sind ja so Klassiker. Ne? Und dass man dann für seine Bedürfnisse einsteht. Und ich kann das gut, die Bedürfnisse sozusagen bei den anderen Menschen sozusagen kundtun, dass das meine Bedürfnisse sind, die da beachtet werden sollen, damit ich mich nicht verbiege, wenn ich auf sie horche und sie wahrnehme. Und das mache ich über den Körper. Das ist mein Tipp. Ich mache das über eine körperliche Wahrnehmung. Bei mir ist das im Hals. Ich kenne Leute, die haben das hier, die kriegen dann hier so Kopfschmerzen und so. Mhm. Oder dieses Verbissene, so. Wenn der, wenn der Kiefer hart wird, weißt du, wenn du so... Ja. Und dann ist der Beckenboden eigentlich auch hart und so. Und ich meine, ich bin da jetzt bewandert in diesen Funktionen durch meine Trainertätigkeiten, durch meine Hingabe mit Yoga und so. Da bin ich da, glaube ich, ganz gut vorgeschult. Aber das kann auch jeder andere. Man muss nur dran denken. Das ist die das Schwierige ist, dass man in so einer Situation dran denkt, das zu tun. Mhm. Das finde ich immer besonders schwer. Und da habe ich mich diszipliniert. Also das ist so mein Tipp, sich dorthin gehen zu disziplinieren, sich die Zeit zu lassen zum Wahrnehmen. Ich habe noch mal zeichnen müssen. Ja. Also wahrnehmen, wahrnehmen, wahrnehmen. Das ist mein Tipp. Ja. Ich habe noch mal gezeichnet. Schau mal, vielleicht siehst du es, aber das schicke ich dir dann auch noch rüber.
Da ist da oben, ich erkläre es einfach, oben ist einer mit einem totalen Gedankenknoten. Der kann im Körper sein, der kann durch Verbiegen aller Art sein, ne? Ganz, ganz oben. In der Mitte habe ich dir jetzt einen Wecker hingezeichnet mit einem Herzl drüber, der sagt, Wecker, so, ja, super, hier, hier ist dieser Moment, jetzt muss ich es ändern. Und dann schaffen wir das hier unten, diesen Idealzustand des fröhlichen Menschleins zu erreichen. Schicke ich dir dann rüber. Ja, super, super. Ja, ich will noch eine Sache, eine ganz grundsätzliche Sache dazu sagen, weil das ich höre das oft, dass ich da... Wir haben da noch so eine Minute. Ach so, okay. Gut, okay, dann ist es, dann mache ich mein Abschlusswort dann nachher. Okay, erzähl mal. Hast du noch eine Frage? Wir sind an sich mit den Fragen durch. Einen Tipp hast du geschrieben. Vielleicht siehst du das auch. Ich habe viel mitgeschrieben. Du bekommst nämlich einen schönen Beschreibungstext. Also überall, wo unser Podcast läuft, wird auch ein Beschreibungstext drunter gepackt. Ah ja, dass man mitlesen kann. Ja, und darf man dich anschreiben, wenn man Fragen hat zum Thema, rund um dieses Thema Druck und Verbiegung und wie man das mit Ernährung und einem besseren Mindset lösen kann, darf man dir schreiben? Unbedingt, bitte, gerne sogar. Na klar, finde ich. Das ist ja Sinn der Sache. Ja, ja, super. Also finde ich immer gut, wenn mich Leute auch anschreiben, finde ich immer super, weil die wollen dann was, ne? Die sind dann, die sind schon geöffnet. Genau. Deswegen schickst mir einfach im Nachgang deine Links, wo du gerne angeschrieben werden möchtest. Also wir zwei sind schon durch, liebe Leute, ihr da draußen. Wir können jetzt schon leider zu Livia Tschüss sagen. Livia, du bleibst dran, ne? Ja, ich wollte eigentlich noch ein Schlusswort sagen. Habe ich da noch die Bitte? Chance? Ja, das kriegen wir also, hin. Genau, also ich will noch eine Sache sagen, weil das habe ich oft schon gehört. Ja, Livia, du bist Arztfrau und du bist ja Trainerin und du weißt ja, wie es geht. Und dann ist es so wie ein Podest, dass Menschen denken, ich bin da irgendwie was Besseres, Schöneres, Tolleres. Ja? Und das möchte ich gern entlarven. Weil diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, die habe ich entwickelt, weil ich selber unzuverlässig, undiszipliniert, weiß ich, was alles war oder ich nicht zufrieden mit mir war und weil es mir auch nicht gut ging und diese Sachen sind schwer erarbeitet und die glücken mir auch nicht jeden Tag, also das hört sich dann immer alles, ach die Liebe, der macht das so und so und so, das ist für mich jeden Tag auch eine Herausforderung, genau mit diesen Sachen zu arbeiten, aber ich mache das deswegen, weil wenn ich es mache, geht es mir gut und ich kann das nur jedem empfehlen, das auszuprobieren, weil das wirkt dann immer so überperfekt, aber im Tun es liegt das Geheimnis und die Schönheit und die Erquickung fürs Leben. Und das ist, wie egal, wie das wirkt oder was andere machen, das ist total scheißegal. Wichtig ist, was du machst. Und das ist meine wichtigste Message, glaube ich, damit es so ein bisschen auf eine machbare Schiene kommt, weil sonst wirkt es so weit weg. Das ist mir immer wichtig, sage ich immer jedem. Ich schreibe fleißig mit. Ja, genau. Ich zeichne nämlich für unsere Folge, zeichne ich dann auch ein kleines Herzerwärmerchen. Das wird sich auch bewegen, wirst du sehen, wenn es dann soweit ist. Und da kommt wahrscheinlich einer deiner Sätze, du hast so schöne Zitate gebracht, kommt auf jeden Fall in eine Zeichnung. Tata. Ah, Also Livia, genau. Du bleibst kurz dran für unsere Zuschauer und Zuhörer. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag euch. Macht was draus. Womit hast du jeden Tag zu kämpfen? Kollegen, Stress, deinem Leben? Teile es uns mit und lass dich vom Herzerwärmer-Team unterstützen, deine Welt mit Lebensfreude zu füllen.